einen Haul machen, weil ich habe schon wieder so viel gekauft und will euch das unbedingt zeigen. Das einzige Problem, das ich habe, ich kann jetzt kein Kaufverhalten, kein richtiges machen. Ich kann euch dann nur die Fotos unten verlinken oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich da, die Videos. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das März Kaufverhalten Video, nein, April Kaufverhalten Video machen soll. Wir sind schon im April. Ja, aber was sonst. Ich zeige euch jetzt mal schnell einen Haul. Ich war aber eh brav. Ein bisschen was Kosmetisches ist auch dabei, aber so war ich brav. Als allererstes, ohne viel zu rascheln, will ich euch mein Frühstück zeigen. Das ist nämlich von Bio Primo, von der Müller Eigenmarke ist das. Diese Hafer Crunchy Schoko. Die will ich mal probieren, weil die hatte ich noch nie. Was ich aber schon mal hatte, war das hier. Das sind die Dinkel Honeys. Mit 30% Honig gesüßt. Die sind so lecker. Die schauen so aus wie diese von Cornflakes, diese Dinger. Kennt ihr die? Aber die schmecken urgeil. Und die hier, Reis-Honeys. Finde ich auch voll lecker. Und ich freue mich schon auf die, weil ich habe fast kein Müsli mehr, habe ich gesehen. Dann habe ich mir noch... das ist jetzt ein Müller DM und ich zeige euch noch einen MAC-Lippenstift an. Weil ich will mir den Gutschein von MAC nämlich aufheben für eine Kollektion. Aber dazu komme ich dann zum Lippi nochmal. Die habe ich mir gekauft. Das sind die Denk mit Blütenromantik heißen die. Bin gespannt, wie die sind. Muss die aber erst probieren, weil ich habe jetzt aktuell ja noch welche drin. Vom Müller wieder gibt es zwei neue Badezusätze. Und zwar Aveo Deluxe Badeperlen in erholsam und sinnlich und betörend und verführerisch. Und die riechen voll geil. Ich habe die gesehen, musste die sofort haben. Aber das ist ja eh nichts Neues. Wieder was von DM, weil den gibt es nämlich bei uns bei Müller nicht. Das ist von UDV, die Duftserie. Der Mini Beauty. Und der riecht voll geil. Also der riecht wirklich urgeil. Musste ich mir mitnehmen, weil die gibt es bei Müller nicht. Wieder Müller. Gibt es zwei neue Badezusätze, die limitiert sind von Dresdner Essenz. Ich finde die Verpackung von Dresdner Essenz hübsch, die haben das neu gemacht. Das ist der Sommerregen, Pflegebad mit sommerlichem Duft, mir gefällt die Verpackung, deswegen habe ich mir das gleich gekauft. Und das wollte ich unbedingt haben, weil das habe ich schon oft auf Instagram gesehen, dieses japanische Kirschblüten, weil ich liebe japanische Zierkirschen. Dann habe ich mir noch zweimal die Maske Lavendel gekauft, auch für meine Arbeitskollegin als Geburtstagsgeschenk, weil sie liebt Lavendel. Achso, Liv Rocher ist auch noch dabei. Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht alles aufzuschreiben. Nochmal Müller. Meine Cadea Vera Reinigungstücher habe ich mir wieder gekauft, damit ich Backups habe. Sorry, dass ich so leer mache. Und weil mich meine Abteilungsleitung so mit Lavendel angesteckt hat, habe ich mir das Bad gekauft, das sie mir letztes Mal gezeigt hat. So sieht das aus. Boah, und das riecht so geil nach Lavendel. Ich bin total der Lavendel-Freak geworden. Seit sie. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe ja schon zeitweise mit Lavendel ein bisschen angefangen. Und jetzt habe ich noch mehr Lavendel und ich weiß nicht wohin mit. Ja. Dann beim Liv Rocher habe ich mir. Ich versuche euch das zuerst zu zeigen, sonst verwirre ich euch total. Habe ich mir dreimal meine Reinigungstücher von Pure Camille gekauft, weil ich keine Backups mehr habe. Nochmal von Liv Rocher. Ich habe zwei Geschenke bekommen. Einmal so ein Armband, das finde ich nicht so toll. Eine Nachtpflege von Serum Vegetal. Ich hoffe, ich vertrage sie. Und zweimal mein Fußpeeling, was ja auch unbedingt sein muss. Bei DM. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, aber ich sehe, dass das Licht schlechter wird, weil auf einmal total alles grau wird. Ja. Von Sorbet habe ich das Vanille-Lavendel-Bad mir zweimal noch mitgenommen. Weil meine Backups alle werden. Dann habe ich mir mitgenommen das neue Rasiergel von Balea. Weil ich unbedingt was anderes brauche, weil ich meine anderen Sachen nicht aufbrauchen will. Gestört, ich weiß. Fangt schon wieder an. So viel zum Kaufverbot. Ja, ich rieche jetzt nichts, aber ich bin schon gespannt, wie es ist. Weiter geht's mit Müller. Ich habe mir viermal die zwei Masken, Ich habe mir viermal von den... Ich habe mir vier Stück von den Masken mitgenommen. Jetzt habe ich es. Und zwei habe ich schon im Badezimmer und eine habe ich schon aufgebraucht. Die sind so geil. Ich habe eine Zeit lang aufgehört, weil die so komisch waren. Und ich bin froh, dass ich mir die wieder gekauft habe, weil die sind mir urabgangen. Dann habe ich neu entdeckt. Es gibt neue Cadea Vera Ampullen. Und ihr wisst ja, wie sehr ich auf die stehe. Und das sind die B-Face Ölampulle. Die sind so geil. Das sind so zwei Phasen Ampullen. Und die sind so Hammer. Ich
könnte die bunkern. Ich könnte die bunkern. Ich habe die, also wenn wir die Lieferung kriegen, sind immer 10 Stück dabei. Und ich habe mir alle 10 gekauft und habe 5 meiner Mom geschenkt und 5 habe ich mir behalten, weil ich liebe die. Ich habe auch noch eine irgendwo, 1, 2, 3, 4, 5 und da ist noch eine von meinem letzten Einkauf. Ja, so habe ich jetzt 6 Stück. Und dann habe ich mir noch 9 von denen, da habe ich nämlich eine meiner Mom geschenkt, habe mir, also 10 habe ich mir gekauft und eine habe ich meiner Mama gegeben, jetzt habe ich noch 9 berechnen können und ja, die Ampullen habe ich mir wieder genommen, weil ich habe keine mehr. Und ich wollte jetzt mal bunkern, damit ich meine Ruhe habe. Von Hofer, das wollte ich noch mit einfließen lassen, habe ich mir einen Badezusatz gekauft, das ist eine Bademilch. Ich habe noch eine, die seht ihr dann im Kaufverhalten März, muss ich noch abdrehen. Oh mein Gott, voll in meiner Nase. Ah, das riecht voll gut. Ich mag diese Bademilch von Hofer. Dann habe ich noch ein bisschen Deko. Und ich war sehr, sehr böse. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe zweimal mir den Pinsel aus dieser ganz, ganz süßen LE Little Eyebrow Monsters gekauft. Weil ich eben so oft jetzt in dieses Creme-Produkt reinfahre. Und mir wäre es lieber, ich hätte mehrere Pinsel, dass ich wechseln kann. Das ist diesmal so ein pinker. Finde ich klasse. Ich liebe diese Pinsel von Essence. Dann habe ich von Liv Rocher noch eine Mascara geschenkt bekommen. Aber ist das genau in die Nase, diese Bademilch? So eine Mascara, ich weiß nicht, was ich damit mache, weil ich hasse sie. Ein Augenbrauengel von Essence, von dieser Little Eyebrow Monsters LA. Ich wollte unbedingt von der LA was kaufen, weil ich den Namen so toll fand. Und der Aufsteller sowas von süßes, wenn ihr auf Instagram gesehen habt, bei mir weiß Bescheid. Also bin gespannt, wie das ist. Ich muss jetzt noch meine Backups aufbrauchen und dann werde ich das nehmen. Ja, haut was am Boden. Ich habe mir von Miss Lean eine Lidschattenbase in Weiß gekauft, weil ich die unbedingt probieren will, weil meine Essence Eyeshadow Base, die ich mal auf Kleiderkreise gekauft habe, ist kaputt. Die stinkt bestialisch. Und deswegen werde ich die nicht mehr benutzen. Und ich habe halt eine neue gebraucht und habe mir mal die von Miss Lean mitgenommen, weil die ist auch ganz neu. Und bin gespannt, wie die ist. Ja, dann habe ich aus der Essence LA Lights of Orient 3 Sachen mitgenommen. Ich habe mir nämlich den Nagellack gekauft, der sieht so aus. Ich habe ihn auch drauf. Ich finde den so schön. Ich meine, meine Nägel schon ein bisschen kacke aus, die können wieder neu gemacht. Aber ich finde den sowas von schön. Ich bin so froh, dass ich mir den gekauft habe. Und dann natürlich 2 Lippenstifte. Ich habe mir den 03 der Sultan's Daughter und 02 Princess Jasmine's Choice gekauft. Der ist cool, der Name. Der ist so cool. Ich habe den jetzt noch nicht geswatcht, da wird dann irgendwann einmal ein Blogpost endlich hoffentlich auftauchen. Das ist der lilane und das ist der nudefarbene. Und da ist schon ein Haar drauf. Da kriege ich gleich Aggressionen. So sieht der nudefarbene aus und der gefällt mir urgut. Der ist so schön. Ich musste den haben. Ich bin in letzter Zeit so auf diesen Farbtrip, auf diesen Nude-Rosa-Trip. Weil ich habe ur viele solche noch. Von Essence zum Beispiel den. Und mir gefällt das an mir nicht mehr. Das Super Swatch. Toll gemacht. Mir gefällt das an mir nicht. Man kann das nicht mal sehen. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen. Da ist er. Ich finde das so tot an mir. Und das gefällt mir irgendwie an mir nicht mehr. Das Problem ist nur, ich habe noch so viele Lippenstifte in der Form. Aber egal. Ja. Ich hoffe, euch hat das Haul-Video wieder gefallen. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht so viel kaufen. Aber ich bin eh brav am Aufbrauchen. Ich habe auch so viele Lippenstifte jetzt schon leer gemacht seit vielen Monaten. Also seit ganz, ganz vielen Monaten. Und dieses Monat habe ich 2 Lippis aufgebraucht. Also im März. Und jetzt in April schaffe ich wieder einen. Weil den schaffe ich sicher locker im April wieder. Und mein Mann knurrt. Und ich will noch eine Miss Lean Lippi aufbrauchen. Die kriege ich ja auch immer voll schnell leer. Und deswegen bin ich sehr brav, was Aufbrauchen betrifft. Also ich glaube, ich kann mir auch Make-up auch wieder gönnen. Und bevor ich es jetzt vergesse, zeige ich euch jetzt noch den MAC Lippy. Habe ich nämlich noch aufgehoben. Der war von dem Event, wo ich war. Von der, wie hat die Kollektion geheißen? Flamingo Park. Ja, und ich habe mir ein Lippy gegönnt. Das ist der Have Your Cake. Den hat auch meine Arbeitskollegin sich auch gekauft. Das fand ich so lustig, weil ich den auch eben habe. Und der sieht so aus. Ich hoffe, in der Kamera kommt er richtig rüber. Ich habe den noch nicht benutzt. Das heißt, ihr seht einen jungfräulichen MAC-Lippenstift. Ja, in der Kamera kommt er natürlich nicht rüber. Aber ich hoffe, dass ich endlich
bald meine Swatch-Blog-Posts zusammenbekomme, weil ich durch die Arbeit keine Zeit hatte und ich hoffe, dass sich das jetzt bald ändert. Ja, das war jetzt noch der Make-Lippy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen Hot-Videos so Spaß. Ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr das findet. Ob der Einkauf okay war oder ob ich da mir ein paar Sachen hätte sparen können. Ich würde mich freuen über euer Feedback, weil das ist mir ziemlich wichtig. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!